Okay. Gehen wir nochmal in den Shop. Ja. Schauen wir mal, was wir uns kaufen dieses Mal. Erstmal bei krassen Fähigkeiten will ich noch was gucken. Ich würde mal gerne diesen Nickshake ausprobieren, was das bringt. Dann brauche ich allerdings auch. Ja. Dann brauche ich allerdings auch. Was heißt das? Ach so, über. Ist unten immer nur erklärt. Okay, dann brauche ich allerdings auch ein paar Nick-Tickets. Wieder mal. Mal schauen, was wir noch nehmen. Platin-Medaillen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, man könnte ein bisschen so Gesundheit und Co. verstärken. Nehmen wir erstmal die Krafthanteln. Magische Bohnen. Permanent und. Ja, so haben wir schon gekauft. Ja, mehr können wir uns gerade nicht kaufen. Ich kaufe noch ein zweites Nick-Ticket. Falls Shake Shake nicht so gescheit ist. Und dann schauen wir doch mal, wo wir hinkommen als nächstes. Aha. Haben wir irgendwelche Konzertanhänge? Hey, jetzt sind es genau 10. Ah. Geht nur, wenn man es direkt danach startet. Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht immer sofort. Egal. Kämpfen wir erstmal normal so gegen euch weiter. Kick-Ass, jawohl. Ey, hörst du auf, mich die ganze Zeit zu verletzen? Okay, das sieht ja schon gut aus. Geht doch. So, hier machen wir noch ein paar Bänke kaputt. Und dann werde ich. Kann ich das auch noch zerstören? Nee. Ich mach noch einen Lutscher wieder mal. Nehmen wir doch erstmal einen. Sonst sieht's nicht allzu gut aus für unsere Gesundheit. Da hinten gibt's auch noch Münzen. Aha. Mit den Cheerleader-Fähigkeiten kommen wir da hin. Auch nicht schlecht. Bams. Oh, sieht das hier nicht aus. What the hell? Kill him before he blows up. Okay, aus irgendeinem Grund hier scheint irgendwas. Wow, wow, wow! Hey, I had biology in here. I dissected a frog. Oh, dead frog. That's gross. Okay, hier scheint ganz schön Stimmung zu sein gerade. Brennt hier irgendwas? Oh man, don't these dudes ever stop coming? What the hell? Warum kuckelt ihr eigentlich alles ab? Diese Zombies haben die Schule ganz schön demoliert jetzt reicht. Du bist am Verkuckeln, oder? Komm mir nicht zu nah. Weg mit dir. So. Und noch eine. Achso, wir können ja gleich, wenn sie betäubt ist, enthaupten. Was hast du für ein Problem? This day is completely unexpected. Ja, das hast du früh gemerkt, Nick. Ah, so ein Kappes, ey. So, hier noch schön ein paar Tische kaputt machen. Brauche eh kein Mensch. Kann ich noch zerstören? Gibt ja alles immer Bonus-Points oder sind noch andere Sachen drin? What the hell? Hör auf, mir auszuweichen. Das ist die Lehrerin, oder? Na, also geht doch schon. Oder auch nicht. Ah ja! Ich darf jetzt gleich wieder ein Minigame spielen. Ich muss kurz noch was an meinen Fondeinstellungen verändern. Während ich spiele. So, das wäre gefixt. Ich will vorher noch hier ein bisschen Sachen zerstören. Falls ich irgendwelche Goodies finde. Sieht aber nicht danach aus. Dann nehmen wir erstmal den Lutscher damit. Hey. Na gut, so geht's natürlich auch. Okay. Nick Game Time. Wow. Das ist eine geile Scheiße mit diesem Quicktime Event. Ah, oh, shit.
einen verhunzt, versehentlich in der Aufregung, nein, nicht Aufregung, aber versehentlich einen falschen Knopf gedrückt. Bams! Wir sind durch. Ein paar mehr haben wir noch zu schön. Dangerous run! Dangerous person! What the hell? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Oh shit! Oh shit! Hi, gibt's noch einen Lutscher? Okay. Stop it, man! Erstmal nehmen wir Lutscher noch. Fuck it, ey. Dude! Wie soll ich denn vorankommen? So geht's natürlich auch. Dude! Dein Kollege stresst. Sag ihm das mal. Wenn ich nicht aufpasse, gehe ich drauf. Dude! Ihr stresst aber. So, den ersten haben wir. Geht doch! What the hell? Ich will noch ein bisschen hier zerstören. Immer destruktiv. Stephanie. Sieht gar nicht aus wie eine Frau. Müsste man ja vermuten, dass ein weiblicher Zombie auch wenigstens irgendwelche weiblichen Züge hat. Dude. Mein Pest kennt sich ja aus, diese Nekrophilis. Meine Spaß. Okay. Das schaut auch besser aus. Alright. Next room. Betrifft der Zeitskopf auf der Bestliste und erhalte Belohnungen. Ah ja. Das kam jetzt noch dazu als Info, obwohl wir eigentlich schon mal beim Prolog gesehen hatten, wie das mit der Highscore aussehen könnte, dass wir den auch knacken müssen, aber egal. Ich zerstöre noch ein paar Spins hier, wenn ich schon mal dabei bin. Janos? Will er mal missen? Okay. Dann. Dude, what the hell? Okay. Jetzt versuchen wir das nochmal. Nein, guck mal. Das hat nicht geklappt, das sollen 10 hintereinander sein. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie noch hinkriege. Wie früher so in der Schule bei Kirak, die ganzen Bullies wurden so an den Rand gedrängt. Und wie gar, wir bekamen ein Sparkle Hunting. Wieder mal. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Ey. Weg mit dir. I kick you in the face. Und zack. Ab ist der Kopf, ab sind die Arme. Das liegt auch schön. Man. Ja. That's what she said. Schön tänzerig hier. Wuhu. Ich muss gerade irgendwie an einer Azurus Rap. Oh shit. Nein, was? Was machen diese Verrückten denn? Gut, die haben sich selbst in die Luft gesprengt. Sollen mir jetzt auch recht sein. Hatte ich ihn nicht erwischt? Egal. Nee. Was zum Henker? Da ist einer mit so einer Elvis-Tolle unterwegs. Dude. Dann verwenden wir gleich schon mal Nick Shake. Was passiert? What the hell? Wie geil ist das denn? Oh, Nick als Sparschwein missbrauchen. Oh nein! Nein! Das Spiel ist sowas von messed up, ey.
dann ist das mehr so ein Bonus für mich, wenn ich einkaufen will. Dude! Stress, nein! Sehr geil. Ah. Oh ja, wann kommt man mal in die Gelegenheit, von seinem Freund den Kopf abzusägen, um ihn als Sparschwein zu verwenden, ne? Also, oder als Wundertüte. Dude, ihr stresst aber auch gut. Und Zombie-Sparkling. Because I work with a zombie. Ich habe, glaube ich, gesehen, es gibt eine Trophy, wenn man es irgendwie schafft, 7 Stück auf einmal so zu zermetzeln. Ich hoffe, da kommen später noch so Stellen, wo wir ganz viele Gegner haben. What the hell? Ja, ihr stresst auch gut mit dieser Tür. Aber dieses Überspringen ist eigentlich sehr nützlich, auch wenn es nicht als direkte Fassung klappt. Okay, bei solchen Typen geht das auch nicht. Um auszuweichen und gleich dabei wieder anzugreifen. Dude! So, ich muss erst mal gucken. Ne. Ich wollte keine Pause drücken, ich wollte eigentlich nur einen Lutsch haben. Weil der Typ mich schon wieder ganz schön genervt hat. Oh Gott, nein, was habe ich aktiviert? Verdammt. Ich habe versehentlich den falschen Knopf gedrückt. Egal. Da wir in den nächsten Bereich kommen, wird das sowieso wieder negiert. Ich mache auch nur Mist gerade die ganze Zeit. Merke ich. Ah, dieses Spiel ist schon ordentlich messed up, hey. Aber das sag ich. Glaube ich oft genug schon. Kettensägen durchziehe. Okay, den muss ich wohl noch kaufen. Habe ich noch nicht gemacht. Ha, wenn wir schon mal beim Shop sind, können wir es ja erledigen dann. Warte mal, rein theoretisch, wenn es mir noch mal gelingt, einen Nickshake jetzt heraufzubeschwören, müsste ich ja Knete verdienen, ne? Machen wir das aber vom nächsten Shop. Ich will jetzt erstmal ein bisschen vorankommen. Deswegen kaufen wir uns nur ein paar Upgrades oder krasse Fähigkeiten, wie es hier so schön heißt. Verstecken wir mal hier das. Und das. Haben wir erstmal. Aha. Haben wir ein paar Gesundheitsupgrade gekauft. Dann gehen wir mal zu den Fähigkeiten. Kettensägen durch die ist leider zu teuer. Was ist das? Große Reichweite, ein Kettensägenangriff. Mhm. Chili-Dekette. Aneinandergeraten lassen Gegner taumeln. Hm, immer diese Entscheidungen. Wir machen mal den ganz normalen Basic. Mhm. Das erinnert mich jetzt schon fast so vom Steuerungssystem an, komm noch ein Nick-Ticket. An Dynasty Warriors. Ja, auf zwei normale Hiebe folgt ein stärkerer Hieb. Killing zombies gives me total wood. That's a weird thing to say. Ah, sehr geil. Juliet labert